Nein, danke, Madame. Wir sind nicht daran interessiert, Bossa Nova zu lernen. Ich bin froh, dass wir keine Kinder haben. Du spinnst total. Ich mache, was ich will und wo ich es will. Solange du hier bist, verbringe ich die Nächte woanders. Gut. Wann soll ich ausziehen? Ich will, dass du sofort ausziehst. Heute Abend. Gut, in 5 Minuten bin ich draußen. Ist das schnell genug für dich? 2 Minuten wäre mir lieber. Ja, du kannst es nicht erwarten. Du kannst nicht erwarten, mich loszuwerden. Ha? Genau. Wann ist sie durch? Wann ist was durch? Die Scheidung. Wann ist die Scheidung durch? Woher soll ich das wissen? Sie haben auch nicht mal die Heiratsurkunde geschickt. Ich hole dir deine Boxershorts. Die Anzüge kannst du im Schrank lassen. Hol sie im Frühjahr ab, wenn sie getrocknet sind. Dann musst du aber klingeln. Ich kaufe mir morgen einen großen Hund. Oh, ein Hund? Das ist ja prima. Dann hast du ja jemanden, mit dem du barfuß durch den Park hoppeln kannst. Hm? Bitte, wenn es der Tanzlehrer ist, liebe Grüße. Hallo? Ja, Tante Harry? Was? Nein, Mama ist nicht hier. Ganz sicher. Sie ist um ungefähr 2 Uhr morgens gegangen. Warum? Was? Mama? Meine Mutter? Bist du sicher? Was ist passiert? Nein, mein Telefon war den ganzen Tag kaputt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Was ist denn passiert? Ist ja gut, Tante Harriet. Ja, reg dich nicht auf. Ja. Ja, ich melde mich, sobald ich etwas höre. Was ist passiert mit deiner Mutter? Sie ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Ihr Bett war unbenutzt. Vielleicht soll ich die Polizei anrufen. Komm, Corinna, ganz ruhig. Verstehst du nicht? Jessie hat nachgesehen. Sie war heute Morgen nicht in ihrem Schlafzimmer. Vielleicht hatte sie Rückenschmerzen und hat auf dem Bügelbrett übernachtet. Du blöder Idiot! Hast du zugehört? Meine Mutter wird schon die ganze Nacht vermisst. Meine Mutter! Nicht durchdrehen jetzt. Du kannst jetzt wieder abhauen. Raus aus meiner Wohnung und raus aus meinem Leben. Wenn ich zurückkomme, will ich dich hier nicht mehr sehen. Wo gehst du hin? Hoch! Ich will rausfinden, was mit meiner Mutter passiert ist. Wenn ich wiederkomme, bist du weg! Maja, ich habe eine Überraschung für dich. Wenn du wiederkommst, bin ich weg! Spannend, wie dir das Alleinwohnen gefällt. Ein Hund! Das wäre ein Witz. Ich freue mich schon, wenn sie das erste Mal mit in die Gasse geht. Wenn der Hund die Treppe sieht, beißt er die Gurgel durch. Kauf dir auch noch einen Wellensittich. Dann hast du jemanden, mit dem du die ganze Nacht reden kannst. Wie viel darf ich für Vogelfutter ausgeben, Polly? Sind 15 zu viel? Bin froh, dass ich niemanden brauche, der auf mich aufpasst. Ein Mann bin! Süße, ein reifer, unabhängiger Mann, der sich selbst genug ist. Gesundheit, mein Lieber. Danke. Ach, ich glaube, das ist der Grippe. Boah, mir ist heiß. Boah, ich friere. Ich schwitze. Boah, mir ist kalt. Boah, das ist ein 24-Stunden-Virus. Ich werde es überleben. Oh. Oh. Vielen Dank auch. Bitte, gerne. Ja, so steht es geschrieben. Viele werden sterben müssen durch Not, Hunger und Pestilenz. Nur ein armer Idiot wird dahingerafft werden von einem Loch im Fenster. So. Das war's wohl. Ja? Adieu, Troppe nach Schrank. Adieu, keine Badewanne. Adieu, Loch. Adieu, 6. Stock. Adieu, Cory. Magst du mir nicht Adieu sagen? Hm? Mir steht gesetzlich ein Adieu zu. Adieu! Corey? Was ist jetzt los? Ist es wegen deiner Mutter? Corey, bitte, was ist mit deiner Mutter passiert? Oh, yeah.
Corisa, hört doch, es ist nicht so, wie es aussieht. Mutter? Oh, guten Morgen, Paul. Cori? Cori? Cori, sprich mit mir! Cori, es gibt eine ganz einfache Erklärung. Cori, du bist ungerecht. Paul, sag ihr, sie soll mir glauben. Da hast du's. Bist du nun zufrieden? Kein Problem, Mutter. Ich verstehe. Nein, nein, du verstehst nicht. Du verstehst überhaupt nichts, Paul. Solange es dir dabei gut geht, Mutter. Nein, Paul! Paul, aber so glaub mir doch! Ah, es ist ja furchtbar. Wieso glaubt mir denn keiner? Paul, Cori! Wo ist Paul? Cori, ich werde dir alles erklären. Der Bademantel, die Hausschuhe, das alles ist ein Missverständnis. Ist er weg? Ist Paul weg? Es passierte gestern Nacht, als ich mit Mr. Velasco ging. Er hatte recht, Paul hatte recht. Muss der Alkohol gewesen sein, ich habe ziemlich viel getrunken. Du musst mir nichts erklären. Ja, ich will es dir erklären. Als ich nach draußen kam, wurde mir schwindelig. Ich wurde ohnmächtig. Ich bin zusammengeklappt im Schneematsch. Ich hätte auf ihn hören sollen. Es ist alles meine Schuld. Paul, hob mich hoch. Nein, ich meine nicht Paul. Paul, nein, natürlich nicht. Ja, Velasco hob mich hoch und trug mich ins Haus. Ich konnte nicht mehr selber gehen, weil meine Schuhe den Gulli gefallen waren. Solche Geschichten hört man jeden Tag. Er war dabei, mich die Treppe hochzutragen. Dann ist ihm seine Baskenmütze über die Augen gerutscht. Und ist die Treppe hinuntergestürzt, direkt in die Wohnung 3C. Und ich bin auf seinen Fuß gefallen. Die mussten uns beide hochtragen. Ich war der Meinung, wir hätten einen netten, geselligen Abend gehabt. Mr. Gonzales, Mr. Armandaris und Mr. Calhoun, die haben uns hochgetragen. Zusammen essen, trinken, dann Kaffee, mehr nicht. Ja, und dann haben sie uns hingelegt. Auf den Teppich. Du, der hat keine Betten. Nur so dicke Teppiche. Und da bin ich dann eingeschlafen. Paul hatte recht. Er hatte in so vielen Dingen recht. Als ich wieder aufwachte, war Victor weg. Ich war da. In seinem Bademantel. Cori, das ist die Wahrheit, ich schwöre es. Du musst nicht schwören, Mama. Aber ich will, dass du mir glaubst. Ich hab dir alles erzählt. Wo sind deine Kleider? Kann ich dir nicht sagen. Warum nicht? Weil du mir nicht glaubst. Ich glaube dir. Nein, tust du nicht. Doch, wo sind deine Kleider? Ich weiß es nicht. Glaube ich dir nicht? Siehst du, ich habe es gewusst. Ich weiß nicht, wo meine Kleider sind. Cori. Ich bin in meinem ganzen Leben noch niemals so gedemütigt worden. Mach dir keine Vorwürfe, Mama. Das ist alles meine Schuld. Ich habe das getan. Ich habe dir das angetan. Entsetzliche Albträume. Mir hat geträumt, meine Finger fallen ab, weil ich keine Faust machen kann. Oh, ich sehe aus, als wäre ich mitten in der Nacht auf der Titanic gewürgt worden. Das ist er. Jemand zu Hause. Lass ihn nicht herein. Ich kann ihm jetzt nicht begegnen. Nicht in seinem Bademantel. Irgendjemand bitte. Beruhige dich, Mama, ich mach das schon. Geh du ins Schlafzimmer. Sag ihm, ich sei nicht da. Sag ihm irgendetwas. Oh. Ich brauche dringend ein paar Aspirin. Hallo, Catherine. Herr Victor. Mr. Victor. Mr. Velasco. Haben Sie gehört, was uns gestern Nacht passiert ist? Hast du ihr gesagt, was uns gestern Nacht passiert ist? Was ist uns gestern Nacht passiert? Ach so, was uns beiden gestern Nacht passiert ist? Ja, habe ich ihr erzählt. Weißt du, dass meine große Zehe gebrochen ist? Ja. Nein, das ist ja schrecklich. Ich werde einen Monat Hausschuhe tragen müssen, nur dass ich sie nicht finden kann. Das sind sie ja. Das sind ja deine Hausschuhe. Ich habe 40 Minuten gebraucht, um die Treppe hochzukommen. Ich werde jemanden engagieren müssen, der mich die Leiter hochzieht. Cori, könnte ich bitte in etwa 300 Aspirin haben? No, ein gebrochener Zeh. Ist das nicht grässlich? Das ist noch nicht das Schlimmste. Ich komme gerade von einer kompletten Untersuchung. Rate mal, was ich noch habe. Was denn? Ein Geschwür von dem fetten Essen.
Ich muss auch so kleine Rosa-Tabletten nehmen wie du. Oje. Weißt du, Catherine, ich glaube, ich bin nicht mehr so jung, wie ich denke. Warum sagst du sowas? Das liegt doch auf der Hand. Gestern Nacht konnte ich dich nicht die Treppe hochtragen. Ich vertrage kein fettes Essen. Und ich färbe mein Haar. Sieht aber nett aus. Danke, du bist auch nett. Danke. Ehrlich, Catherine, du bist eine ungewöhnliche Frau. Ungewöhnlich? Inwiefern? Seltsam, jetzt spüre ich meine große Zeh gar nicht mehr. Wie ungewöhnlich? Ich habe dich gestern Nacht angesehen, Catherine. Ich habe dich lange und genau angesehen. Weißt du, was du bist, Catherine? Was? Tapfer. Tapfer. Was du gestern Nacht durchgemacht hast, den Ausflug nach Staten Island, das seltsame Essen, den Alkohol in meine Wohnung getragen zu werden und du hast dich nie beklagt. Hatte nicht viel Gelegenheit dazu. Ich bin doch dauernd ohnmächtig geworden. Stimmt. Wir beide, um genau zu sein, weißt du dich gar nicht mehr. Mr. Velasco, wo sind meine Kleider? Deine Kleider? Hier. Ich hatte sicherlich mehr an als das. Der Zettel von der Reinigung. Sie bringen sie heute Abend um 6 Uhr vorbei. Ach so, Sie sind in der Reinigung. Ja. Ups. Wann habe ich Sie ausgezogen? Du gar nicht. Du warst klatschnass und bewusstlos. Gonzales hat sie dir ausgezogen. Mr. Gonzales? Mr. Gonzales. Dr. Gonzales. Doktor. Dr. Gonzales, na dann ist ja alles in Ordnung, nehme ich an. Es ist praktisch, einen Mediziner im Haus zu haben. Er ist kein Mediziner, er ist Doktor der Philosophie. Danke, mir geht's schon besser. Ich nehme sie. Ich muss gehen. Ich soll meinen Fuß stündlich baden. Oh. Kann ich irgendetwas tun? Ja, kannst du. Würdest du heute Abend mit mir essen? Ich? Ja, wenn es dir nichts ausmacht, einfach zu essen. Ich liebe einfaches Essen. Gut, ich rufe das New Yorker Krankenhaus an und reserviere für uns. Hol mich in ein paar Minuten ab, dann trinken wir noch ein Glas Buttermilch, bevor wir gehen. Shama, shama, Curry. Shama, shama. Ich wette, ich bin die erste Frau, die in einem Bademantel Größe 52 zum Essen eingeladen wurde. Mama, kann ich dich kurz sprechen? Mir wird eben bewusst, ich habe das erste Mal in meinem Leben ohne mein Brett im Bett geschlafen. Das erste Mal in meinem Leben ohne Brett im Bett geschlafen? Mama, hörst du mir zu? Meinst du, Uso ist eine griechische Wunderdroge? Mama, bevor du gehst, wir müssen reden. Oh. Du sorgst dich um mich. Ich sorge mich nicht um dich. Herrje, meine Haare. Was fange ich bloß mit meinen Haaren an? Es ist mir egal, was du mit deinen Haaren machst, Mama. Wenn er sie färbt, kann ich das doch auch tun. Fändest du schwarz zu mexikanisch? Mama, warum redest du nicht mit mir? Jetzt? Victor wartet. Na, komm doch mit, ihr beiden Dummpol. Das versuche ich dir die ganze Zeit zu erzählen. Paul kommt nicht mehr zurück. Was soll das heißen? Er kommt nicht mehr zurück. Wo ist der hin? Keine Ahnung. Reno. Texas. Wo auch immer Männer hinreisen, um sich scheiden zu lassen.
Um sich scheiden zu lassen? Genau. Scheidung. Paul und ich haben uns getrennt. Für immer. Das glaube ich nicht. Warum glaubst du das nicht? Du und Paul? Du hast ihn doch eben gehen sehen mit seinem Koffer. Was meinst du, was da drin war? Ich weiß denn nicht, ist er so ordentlich? Vielleicht der Müll? Ich glaube dir, Mama. Warum glaubst du mir nicht? Weil ich noch nie ein Paar gesehen habe, das so verliebt ist wie ihr beide. Hm? Das ist eben nicht wahr. Vielleicht war es das gestern. Aber sicher nicht heute. Es ist vorbei, Mama. Er ist weg. Der hat dich einfach so sitzen lassen? Ohne Grund? Er hatte einen sehr guten Grund. Ich habe ihm gesagt, dass er gehen soll. Ich mit meiner großen, dummen Klappe. Das war sicher nicht allein deine Schuld. Nein, wegen mir läufst du ohne Kleider herum. Und Paul irrt verschnupft durch die Straßen und sucht einen Schlafplatz. Und wer ist daran schuld? Du. Ja, das macht dich schockieren, aber lass dir gesagt sein, ich liebe dich trotzdem. Wirklich? Und Paul liebt dich auch. Und ich liebe ihn. Aber ich verstehe nicht, was er will. Ich weiß nicht, wie ich ihn glücklich machen kann. Ach, Mama, was mache ich denn jetzt? Das ist das erste Mal, dass du mich um Rat fragst. Es ist ganz simpel. Du musst dich nur ein klein wenig selbst aufgeben. Spiel keine Spielchen. Außer in eurem Schlafzimmer. Kümmere dich um ihn. Zeig ihm, wie wichtig er dir ist. Wenn du das schaffst, dann werdet ihr eine glückliche, erfüllte Ehe führen. 2 von 10 Paaren schaffen das. Ihr werdet eines dieser 2 Paare sein. Sag mal, Mädchen, und jetzt zieh deinen Mantel an und lauf ihm nach. Ich habe ein Date. Bestens, danke. Ich wollte dich gerade suchen gehen. Ja? Wo wolltest du denn suchen? Keine Ahnung, ich hätte einfach gesucht. Tja, du wirst mich nie finden. Ach, Paul, ich hab dir so viel zu sagen, Liebster. Ich dir auch, Corey. Ich bin den ganzen Weg hinuntergelaufen und plötzlich hat es Klick gemacht. Mir ist auf einmal alles klar geworden. Ich habe mir gesagt, das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn! Es ist total falsch von mir, einfach wegzulaufen. Es gibt nur einen richtigen Weg, Corey. Wirklich, Paul? Was? Du musst ausziehen. Was? Ja, warum soll ich ausziehen? Ich zahle $125 im Monat für das hier. Ja, du musst raus. Aber ich will nicht raus. Hm, fürchte, du musst. Der Mietvertrag läuft auf meinen Namen. So, ich gebe dir 10 Minuten, um deine Suppe auszulöffeln. Dein Mantel, Paul, wo ist dein Mantel? Da keinen Mantel, es sind ja nur minus 15 Grad. Au. Oh Gott, Paul, ist alles okay? Du trödelst, Corey, du musst in 10 Minuten draußen sein. Du bist eiskalt, völlig verfroren. Was hast du gemacht? Dreimal darfst du raten, was ich gemacht habe. Ich bin barfuß durch diesen verfluchten Park gelatscht. Bist du wahnsinnig? Nein. Rate, was ich bin. Betrunken. Stinkbesoffen. Wow, danke. Du hast es endlich erraten. Ne? Komm, Karl. Lass uns das machen, was du vorhin vorgeschlagen hast. Lass uns die Polizei aufwecken und schauen, ob alle Zimmer aus den durchgeknallten Nachbarn kommen. Ne? Achtung, Achtung! Alle Achtung! Halt die Klappe und geh ins Bett. Ab ins Bett. Du zuerst. Du bist krank.
nicht so krass. Hör auf, Paul. Na komm, Carrie, bekämpf mein Fieber. Hör auf, hab ich gesagt. Ich meine es ernst, verdammt nochmal. Hör auf! Oh. Du bist schön, wenn du böse bist. Bleib weg von mir, Paul. Ich warne dich, ich schreie. Shh. Da ist Schnee auf dem Dach. Gleich kommt die Lawine. Du solltest nicht rumlaufen, du hast Fieber. Stillgestanden! Beide. Nein, ich mag dich nicht, wenn du so bist. Mach die Tür auf. Ich kann nicht, ich habe Angst. Von mir? Ja. Warum? Weil du nicht mehr du selbst bist. Ich will den alten Paul wieder haben. Diesen Spießer. Er ist kein Spießer. Er ist verlässlich. Er ist stark. Er passt auf mich auf und sagt mir, wie viel ich ausgeben darf. Und er beschützt mich vor Leuten wie dir. Er soll einfach wissen, wie sehr ich ihn liebe. Und dass ich alles so herrichten werde, wie er es gern hat. Ich lasse das Loch im Fenster reparieren. Den undichten Schrank. Ich lasse eine Badewanne installieren. Und wenn er will, trage ich ihn jeden Abend die Treppe hoch. Er soll einfach wissen, wie sehr ich ihn liebe. Kannst du mich hören, Schatz? Paul? Paul! Paul, geht es dir gut? Paul, du Vollidiot, komm rein, du wirst dich noch umbringen! Ich komm erst. Wenn du es nochmal sagst. Was du willst. Laut und deutlich. Was du willst. Mein Mann. Mein Mann. Paul Bretter. Paul Bretter. Aufstrebender junger. Ah! Aufstrebender junger. Anwalt. Anwalt. Ist stinkbesoffen. Ist stinkbesoffen. Und ich liebe ihn. Und ich liebe dich, Corey. Aber als ich dich nicht mochte, hab ich dich geliebt. Dann komm rein, Schatz. Ich bitte dich, komm rein. Ich kann nicht. Jetzt geht's nicht. Warum nicht? Mir ist schlecht. Oh nein. Oh doch. Halt dich fest, Paul. Ich komme raus und hole dich. Corey, lass mich nicht allein. Alles wird gut. Halt einfach still und versuche ruhig zu bleiben, ja? Corey. Was, Paul, was? Was soll ich tun? Tun. Oh, sing, Paul! Singen? Ja, sing! Sing so laut du kannst, bis ich da bin! Versprich mir zu singen, Paul! Ich verspreche es, ich singe und singe. Aber nicht aufhören, bis ich bei dir bin. Ich liebe dich, mein Schatz! Sing einfach, Paul! Sing! Corey! Was für ein Lied soll ich singen? Oh Gott. Schama. Schama, Ella, come on, ma.